Ja, liebe Leute, dieser Lesemonat war mal wieder ein bisschen durchwachsen. Ich habe gute Bücher gelesen, ich habe Bücher nicht ganz gelesen. Ja, genaueres dazu erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade hier auf diesem Kanal alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Jetzt geht es erstmal los mit dem ersten Buch und das ist Die Scherben der Erde von Adrian Tschaikowski, wie auch immer. Das Buch habe ich noch im Mai angefangen zu lesen und im letzten Lesemonat auch schon angekündigt, dass es möglicherweise sein kann, dass ich es nicht zu Ende lese. Und ja, ich habe es dann kaum war ein paar Tage im Juni vergangen, tatsächlich abgebrochen. Ich war auf Seite 136 von 600 knapp und es lag einfach daran, dass mir das Ganze zu theoretisch ist. Ich fand es so schade, weil das doch irgendwie so ein nach so einem richtig epischen Epos klingt, der spannend ist, der dieses, so ein Universum eröffnet, so zeigt. Wenn euch mehr interessiert dazu, worum es da geht, dann klickt gerne nochmal in meinen Lesemonat Mai, da möchte ich jetzt nicht mehr groß drauf eingehen. Aber für mich war es dann doch irgendwie zu ausführlich, zu theoretisch. Es hat mir dann doch in der Praxis beim Lesen nicht so Spaß gemacht, wie ich mir das erwarten würde. Und dann habe ich gedacht, okay, dann darf man auch einfach mal kurzen Prozess machen, weil mag sein, dass mir das in der Theorie echt spannend vorkommt, aber wenn es in der Praxis keinen Spaß macht, dann hat es für mich den Zweck verfehlt sozusagen. Wie auch immer, das habe ich abgebrochen. Nächstes Buch. Das nächste Buch ist ein ganz schnuckeliges kleines, was sogar tatsächlich in manche Hosentasche reinpasst, einfach so. Ich habe das wirklich manchmal einfach, wenn ich nicht mal irgendwie eine Tasche dabei hatte, einfach in die Hosentasche gepackt. Das ist ganz witzig. Das heißt, komm, ich erzähle dir eine Geschichte und ich finde es unglaublich schön. Ich habe es aber tatsächlich noch nicht fertig gelesen. Ich kann euch auch gar nicht sagen, genau warum. Aber jetzt sage ich erstmal, worum es geht. Es ist so ein bisschen. Das ganze Buch ist wie so eine kleine Therapiesitzung. Es geht um den Hauptcharakter, der ist der Ich-Erzähler und er erzählt, wie er bei Jorge, der halt, glaube ich, auch einfach der Autor ist, in Therapie ist. Und der hat halt eine bisschen unkonventionellere Therapiemethode. Nicht einfach nur dieses klassische, der Patient liegt da auf der Liege und dann, aha. Und dann erzählen sie doch mal aus ihrer Kindheit. Er macht das ein bisschen anders und das ist ganz interessant. Er erzählt halt jedes Mal irgendeine Geschichte. Einfach erstmal eine Geschichte und aus diesen Geschichten kann man Lektionen mitnehmen. Und das ist, finde ich, ganz witzig gemacht. So. Und die ersten paar Geschichten, die ich da schon gelesen habe von, fand ich auch echt gut und haben mir echt gefallen. Vielleicht manchmal ein bisschen pseudophilosophisch so, aber eigentlich im Großen und Ganzen echt gut und lehrreich und wenn nicht jetzt unbedingt lehrreich, dann zumindest mal unterhaltsam und so eine schöne Geschichte, die man sich einfach mal merken kann, um sie mal jemand anderem zu erzählen, habe ich auch schon gemacht. Und ich glaube, abgebrochen, also ich habe es nicht abgebrochen, unterbrochen würde ich jetzt eher sagen, habe ich es, glaube ich, nur, weil dann irgendwie doch was, ich weiß, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, ich hatte dann plötzlich mehr Lust auf was anderes oder so und dann habe ich es erstmal beiseite gelegt und ich werde es auf jeden Fall wahrscheinlich demnächst noch weiterlesen. Auf jeden Fall, denn ich fand es auf keinen Fall schlecht. Das nächste Buch war dann auf jeden Fall mal wieder was Älteres. Und zwar von H.P. Lovecraft, Die Berge des Wahnsinns, beziehungsweise At the Mountains of Madness. Es ist die zweisprachige Ausgabe, also wirklich, wir haben hier auf der linken Seite immer den englischsprachigen Text, also das Original, und auf der rechten Seite steht das entsprechend ins Deutsche übersetzte. Und dann hat man auch immer auf der linken Seite so kleine Absätze immer mal wieder, um sozusagen das wieder zu synchronisieren, woran man auch merkt, dass scheinbar die deutsche Sprache die längere ist, die längeren Wörter hat, was man jetzt, glaube ich, auch schon wusste, aber das fand ich ganz interessant. Ich habe es im Großen und Ganzen schon auf Deutsch gelesen, aber immer mal wieder fand ich es ganz interessant, dann doch mal einen Satz irgendwie abzugleichen oder so, wie war denn das jetzt im Original? Und das war dann schon ganz interessant. Und so ist das dann auch echt schneller durchgelesen, als es erstmal aussieht. Das hat halt 350 Seiten, aber wenn man es halt nur auf einer Sprache liest, ist es halt nur die Hälfte der Seiten. Das heißt, es ist gar nicht wirklich ein Buch, sondern eher so eine Novelle, eine Erzählung noch oder so. Aber scheinbar doch relativ lang für H.P. Lovecraft und meine Fresse, das merkt man sowas von. Huft! Also, um erstmal zur Story zu kommen, wir haben hier einen Expeditionstrupp, die sich in den Bergen befinden und
Jetzt haben wir den Ich-Erzähler, der unbedingt verhindern möchte, dass ein weiterer Expeditionstrupp dahin reist, weil er eben da eine unglaublich schockierende Entdeckung gemacht hat. Und es wird so ultra, ultra, ultra ausführlich erzählt. Also wenn man sich mal vorstellt, dass das hier 300, nee, 160 Seiten, sagen wir mal, hat, diese Geschichte, wenn es jetzt nicht zweisprachig wäre, ist es so, so lang, weil das, was halt dann wirklich spannend ist, passiert, finde ich, halt erst wirklich so ganz am Ende. Man muss sich über so viele Seiten hinwegquälen von irgendwelchen Berichten. Und das meine ich jetzt halt wirklich ernst. Es ist nicht mal so wirklich eine Geschichte, weil es wirklich so ein bisschen in Berichtform geschrieben ist. Dieser Ich-Erzähler, der schreibt hier einen Bericht über das, was er sieht und gesehen hat und so. Und immer mal wieder hat man dann vielleicht so ein ganz kurzes Gefühl von, geil, da deutet sich so ganz leicht schaurig am Horizont was an, so, was echt gut ist. So subtiler, leicht angedeuteter Grusel finde ich ja auch schon gut. Aber es war zu viel, wo das eben nicht war, wo ich einfach nur gelesen habe und mir gedacht habe, wann passiert mal wieder irgendwas Spannendes. Und tatsächlich habe ich da auch schon einen Kommentar unter dem Instagram-Post gekriegt, wo das jemand anderem, der sich scheinbar mit Lovecraft auch ein bisschen auskennt, der das genauso gesehen hat und auch sagt, das ist einfach zu lang und einer von Lovecrafts schlechteren Texten, was echt schade ist, weil ich habe es halt so im Buchladen gesehen, hat mich so ein bisschen angesprungen und dann habe ich es halt lesen wollen, weil ich halt auch mal ein bisschen mehr Berührungspunkte mit Lovecraft haben wollte. Ich habe von ihm noch nicht so viel gelesen. Ich glaube, ich habe auch so eine Kurzgeschichtensammlung, wo ich eine Handvoll gelesen habe irgendwie. Eine davon war die Musik des Erich Zahn, hieß die so? Mit diesem Pianisten, also der Typ, der Ich-Erzähler, hat irgendwie so einen Nachbarn und der spielt immer Klavier. Und die Geschichte war ja so genial. Oh, die war so gut. Die war so gut. Und eigentlich würde ich echt gerne mal mehr von Lovecraft lesen. Ja, das muss ich mal machen. Also, wenn hier Lovecraft-Fans sind, dann schreibt mir gerne mal aufgrund dessen, was ich jetzt erzählt habe, irgendwelche Vorschläge, woran ich mich mal wagen kann. Und vielleicht werde ich es dann irgendwann mal tun. So, und das zweite Buch diesen Monat, was ich dann ganz gelesen habe, denn ja, das Buch gerade von Lovecraft, das habe ich zwar nicht gut gefunden, aber ich habe es auf jeden Fall durchgelesen. Das zweite, was ich dann ganz gelesen habe, war hier von Uta Seeburg, das wahre Motiv. Das ist der zweite Teil einer Reihe, muss man hier dazu sagen. Ich verlinke mal hier oben gerade mein Video zum ersten Teil, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, falls ihr den noch nicht kennt. Kann ich hier auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, dass ich den ersten Teil auch empfehlen kann. Macht auch Sinn, sonst hätte ich wahrscheinlich den zweiten Teil gar nicht gelesen. Aber ich habe ihn gelesen und ich fand ihn mindestens genauso unterhaltsam. Spielt tatsächlich nicht in der Jetztzeit, es spielt gegen Ende des 19. Jahrhunderts, um genau zu sein, im Jahr 1895 und zwar in München, im sogenannten Schwabylon, was Schwabing ist und das gilt halt als das Babylon von Bayern. Und das ist ein unglaublich spannendes Setting, finde ich. Man reist hier halt erstmal in eine Zeit, die keiner von uns jemals erlebt hat. Weder ich noch die Autorin selbst, weil, ja, logisch, ne? Aber hier geht es, also man taucht halt direkt in so eine Künstlerszene im Schwabing, im Schwabylon des 19. Jahrhunderts sozusagen ein. Und das macht Spaß, so ein bisschen diese verrückten Charaktere zu haben, die da eben sich auf dem Boden am Odeonsplatz legen, um eine neue Perspektive zu erreichen oder auf Laternenpfähle klettern, um eine neue Perspektive zu erreichen oder so eine Anarchistengruppe, die sich im Wirtshaus trifft und da eben stundenlang über ihr Manifest streitet, wie das denn jetzt aussehen soll und sich damit eigentlich nur lächerlich macht. Das sind so die Nebensächlichkeiten, der große Fall, der jetzt zwar schon irgendwie im Vordergrund steht, für mich allerdings eher nebensächlich war, ist halt das, dass ja, Leichen gefunden werden, obviously. Und die sind aber alle in irgendwelchen künstlerischen Posen sozusagen drapiert. Und man hat direkt das Gefühl, der Mörder könnte möglicherweise auch aus der Künstlerszene stammen. Und das hat für mich so einen krassen Reiz irgendwie gehabt. Das ist irgendwie so auf der einen Seite gruselig, dass halt der Mörder irgendwie so ein Künstler ist und da irgendwie so eine Kunst dahinter sieht, möglicherweise hinter seinen Morden.
Auf der anderen Seite ist es echt spannend. Das heißt, ich habe gerade gesagt, der Fall war ein bisschen im Hintergrund eigentlich, so dieser Mord. Aber eigentlich stimmt es gar nicht so richtig. Das war beim ersten Buch war das noch mehr so, dass der Fall im Hintergrund stand. Hier, finde ich, war er dann doch ein bisschen spannender auch, weil er eben so sehr mit dieser nebensächlichen Story, die für mich so spannend ist, zu tun hatte. Mit diesem Künstlerischen, mit dieser Kunstszene, mit diesem Schwabylon des 19. Jahrhunderts eben. Und das hat mich einfach unterhalten. Das ist auf der einen Seite spannend gewesen, auf der anderen Seite unterhaltsam und gleichzeitig auch humorvoll. Und es gab die eine oder andere Szene, wo man halt doch einfach mal lachen muss. Wo, oder zumindest mal schmunzeln. Und wenn ich jetzt noch auf die Charaktere eingehen könnte, die entwickeln sich immer besser, muss ich sagen. So am Anfang, so vom ersten Teil, war das halt der Krischinski, der so der Preuße ist, der nach Bayern zugezogen ist, zurückzogen. Ich sollte es nicht versuchen, zurückzogener sozusagen. aber man lernt ihn immer besser kennen. Man wächst immer mehr mit ihm zusammen. Und tatsächlich in diesem Buch auch mit seiner besseren Hälfte, seiner Frau Sophie, die einen super tollen Plot kriegt in diesem Buch. Also, sie gefällt mir so gut, das kann ich gar nicht genug in Worte fassen. Es klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber jedes Mal, wenn sie vorkam, habe ich mich gefreut, weil sie so eine tolle Frau ist irgendwie. Das muss man einfach mal sagen. Und gerade in dieser Zeit eben auch, wo man ja schon auch weiß, dass das Frauenbild noch nicht so fortgeschritten war, wie es halt heute ist. Und gerade in dieser Zeit ist sie einfach eine super Frau, die mir echt gut gefallen hat. Mit ihrer Schlagfertigkeit, mit ihrer Selbstständigkeit und Intelligenz, das ist super geil. Und die beiden eben auch als Paar zu sehen, macht ultra Spaß. Und deswegen, schon allein deswegen, aber auch wegen dem ganzen Rest, den ich gesagt habe. Nicht zuletzt auch der Sprache, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Die Sprache ist so passend. Mit all diesem zusammen kann ich das Buch einfach empfehlen. Und nochmal, die Sprache. Ich finde, jetzt merke ich gerade, die ist doch ein bisschen kurz jetzt gekommen. Weil ich finde, man kann so ein Buch schreiben, aber man muss halt dann auch schauen, dass es authentisch ist. Und wenn man das jetzt in irgendeinem so Jargon, den man heute halt benutzt, irgendwie schreibt, dann merkt man, das hat irgendwer heute geschrieben, der hat vielleicht so ein bisschen recherchiert, aber letztlich keine Ahnung, weil er hat es ja auch nicht erlebt. Aber hier merkst du halt, egal ob es eine wörtliche Rede ist von einer Figur, die sollte natürlich so reden, wie man auch damals geredet hat, aber auch alles andere, die beschreibenden Worte, so die Erzählsätze sozusagen, sind halt passend. Sind so Sätze, die man so heute in Gesprächen gar nicht so sagen würde, aber in so einem Rahmen hier in diesem Buch ist es halt genau richtig. Da braucht es das und dann ist es auch super schön zu lesen und es macht halt auch Spaß in einer Zeit, wo ja die Sprache jetzt nicht mehr so gewertschätzt sozusagen wird, das halt einfach nochmal so zu lesen. Und vielleicht sollte man Sprache nochmal ein bisschen wertschätzen. Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade das Gefühl, man könnte das von mir ein bisschen missinterpretieren. Könnte man so ideologisch missinterpretieren, dass ich irgendwie gegen Gendern bin oder so ein Scheiß, das kann man jetzt wieder sagen, aber das will ich damit gar nicht sagen. Mir geht es aber so um die Ausdrucksweise. Worte sind was Tolles und man kann Worte benutzen. Worte sind so ein bisschen auch Macht, so wie so eine kleine Magie. So, ich glaube, da weiß jeder, der selber zumindest schreibt, auch wovon ich spreche. So. Und das ist was Schönes. Und Worte haben auf jeden Fall Macht. Und das zeigt einem dieses Buch einfach auch nochmal. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Buch. Nächstes Buch, sagt er. Dabei hat er noch gar nichts mehr gelesen. Hier, das wahre Motiv von Uta Seeburg, das habe ich sogar gerade erst beendet vor einer Stunde. Also da kam nichts mehr danach. Aber ich habe noch ein paar Bücher hier liegen, wo ich so ein bisschen einen Ausblick geben möchte, was ich so als nächstes lesen möchte. Und das ist zum einen eben hier gleich mal Der treue Spion. Das ist dann der dritte Teil von der Krischinski-Reihe von Uta Seeburg, den ich tatsächlich sogar von Uta persönlich geschenkt bekommen habe, sowie auch den zweiten Teil, was man an dieser Stelle mal dankend erwähnen kann. Also Uta, falls du das siehst, Dankeschön. Ich werde den auf jeden Fall lesen und ich hoffe, dass der Zeitraum zwischen Teil 2 und 3 für mich, den ich brauche, um das dann zu lesen, nicht so lange sein wird wie der zwischen Teil 1 und 2, weil ich bin gerade ziemlich angefixt, muss ich sagen. Also werde ich auf jeden Fall lesen.
dann werde ich wahrscheinlich demnächst auch nicht ein Wort zu viel lesen. Das ist gerade auch ganz Präsenz in der Booktube-Szene, so glaube ich mal. Hier steht sogar Buchbloggerin. Es geht um eine Buchbloggerin, sehe ich gerade hier, während ich den Klappentext lese. Ja, werde ich auf jeden Fall demnächst auch lesen. Und um nochmal einen Klassiker auszupacken. Das Bildnis des Dorian Gray. Holy moly, jetzt geht's aber ab hier. Das habe ich zufällig im Hugendubel letztens gesehen und ich habe es, um ehrlich zu sein, hauptsächlich deswegen gekauft, weil es echt eine schöne Ausgabe ist, muss ich sagen. Aber das hat mich halt gleich motiviert, das auch mal zu lesen. Ich habe keinen Schimmer davon. So, ich weiß, das ist von Oscar Wilde und das ist ein Klassiker und das sollte man vielleicht mal gelesen haben. Und deswegen werde ich es mal lesen. Und witzigerweise habe ich das gestern einer Freundin erzählt und die direkt so, oh ja, das ist so ein tolles Buch. Das ist eins meiner Lieblingsbücher. Und ich so, damit habe ich nicht gerechnet, aber das motiviert doch. Also vielleicht ist das sogar gleich das Nächste, was ich lesen werde. Ja, und natürlich werde ich auch hier von Jorge Bouquet kommen. Ich erzähle dir eine Geschichte, was ich angefangen habe. Das werde ich auch noch zu Ende lesen, demnächst, irgendwann, bestimmt, auf jeden Fall. Und mit diesen Worten noch an euch die Frage, was haltet ihr von den Büchern? Habt ihr irgendwas davon gelesen? Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir gerne auch Buchtipps in die Kommentare, falls euch bei irgendeinem meiner Worte, meiner Erzählung irgendwas eingefallen ist. Ey, das könnte dem doch gefallen, schreibt es mir gerne rein. Und ich würde sagen, jetzt habe ich genug geschnackt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.